Okay. Was hat's mit seinem Bademantel auf sich? Soll ich das wirklich erzählen? Ja, Simon, dadurch, dass er ja natürlich Schlagzeug spielt, muss er sich viel bewegen beim Musik. Warte mal kurz. Bademantel. Okay. Wie gesagt, also er muss sich viel bewegen beim Musik machen und deswegen schwitzt er dann auch dementsprechend. Und naja, früher sich dann mal gern da auf die Couch gesetzt und hatte so einen nassen Abdruck hinterlassen. Da sitzt übrigens der Malte jetzt drauf. Genau. Und das war uns dann irgendwie zu assi dann. Wir haben irgendwie befürchtet, dass das dann irgendwie so Gammeln anfängt schon langsam. Und er hat gesagt, er muss sich irgendwas einfallen lassen, dass er sich irgendwie hinsetzen kann, ohne dass er seine Spuren hinterlässt. Und die beste Lösung war halt dann der Bademantel. Der Blick ist cool. Was sagst du selber zu deinem Bademantel? Das ist der von meinem Vater. Wie alles, was so ist. Nix gehört dir, das ist mein Jogginghose. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Uns, wie gesagt, das ist ja vorher schon angesprochen worden, also wir kennen uns schon seit Jahren und uns verbindet jetzt nicht nur die Band, sondern auch eine Freundschaft. Das muss man ganz ehrlich sagen. Zieht euch warm an und werdet nicht krank. Er weiß, wovon er spricht. Ja, wir 10, kommen eher so. Wir sind von der Straße. Ja. From streets, bitch! Kannst du mal einen 50 Cent machen? Na. Er kann es. Oder get rich or die trying, komm. Na, ich kann es nicht. Er kann's. Was soll ich jetzt machen? Get rich or die trying. Oder so. Get rich or die trying, soll ich sagen, irgendwie. Wieder 50 Cent. Oh, Scheiße. Can Richard do it, man? Keine Ahnung. Schütt nicht.